Ja, ich bin der Vorsitzende des Schleierinformationszentrums, SIZ, und jedes Jahr wieder werden wir zum Fischsterben im Burgseesystem gerufen. Dieses Jahr wollten wir mit einer Untersuchung der Sache auf den Grund gehen, ob vielleicht auch Einträge vom Panzergraben die Vitalität der Barsche im Burgseesystem beeinträchtigen. Und sind den Panzergraben von der Mündung, von der Quelle bis zur Mündung abgegangen. Er hat seine Quelle hier in diesem Gebiet um das Dannewerk herum. Wir stehen hier 500 Meter Luftlinie von der Autobahn, man kann sie gut hören. Und der Panzergraben hat hier in der Dannewerker Niederung einen ganz geraden Verlauf. Er wurde von Zwangsarbeitern in der Kriegszeit noch ausgehoben. Man sieht hier in meinen Gummistiefeln, dass es ein toniges Substrat ist. Das ist die Randlage, die Eiszeitrandlage, und es hat hier in der Nähe eine Ziegelei gegeben, die auch wo die Ziegel gebrannt wurden für die Mauern des Dannewerks. Wir haben hier unten im Panzergraben die erste Probe genommen. Und wir haben diese Probe untersuchen lassen auf Zink, Blei und Cadmium, weil wir vermuteten, dass Reifenabrieb von der Autobahn hier eine Rolle spielt. 30.000 PKWs am Tag. Das sind ungefähr 11 Millionen im Jahr, 40 Jahre lang, bringen hier ihren Reifenabrieb auf den Straßennebenraum und ein Teil davon landet im Panzergraben. Das sind viele Tonnen, die hier im Straßennebenraum und in der Flurflut landen. Und wir zeigen jetzt gleich, wie sie in den Panzergraben gelangen. Nach 40.000 bis 50.000 Kilometern ist ein Reifen aufgebraucht und er ist dann pro Reifen 2 Kilo leichter. Diese 8 Kilo Reifenstoff verteilen sich in unserer Landschaft und hauptsächlich in den Vorflutern und den Straßennebenräumen. Hier gibt es am Panzergraben kein Rückhaltebecken. 1:1 wird dieser Reifenabrieb in dieser Au und im Auensediment deponiert. Und wir vom SIZ haben in diesen Auenböden Proben gemacht, um zu gucken, wie hoch die Belastungen dort sind. Zinkoxid wird gebraucht, um den Reifen zu verkleben und ist vergesellschaftet mit Bleioxid und mit Cadmiumoxid. Diese Werte touchieren die Vorsorgewerte der Bundesbodenschutzverordnung. Das sehen wir sehr kritisch. Wenn man genauere Ergebnisse haben will, kann man auf unserer Seite www.schleierinfozentrum.de diese genauen Untersuchungen und Werte ablesen. 90 Milligramm Zink an die 40 Milligramm Blei und 0,4 Milligramm Cadmium durften wir hier deponieren.
und diese Au entscheidend verändern. Wir wollten wissen, ob diese hohen Gehalte für die Fische im Wurfseesystem eine negative Bedeutung haben. Wir sind dem Verlauf des Panzergrabens gefolgt bis zum Denkmal der Brokdorf-Ranzhaus, der sich dort auf dem Hügel befindet. Man sieht hier eine sehr einfache Einleitung von Straßenabwässern einer längeren Strecke in den Panzergraben. Ich möchte Sie auf das Geräusche im Hintergrund aufmerksam machen, wenn man es von einer anderen Warte aussieht, dann wird mit diesen Reifengeräuschen das Gummi auf den Asphalt geschreddert, bildet dort in der Rauheit der Straße eine kleine Deponie, die mit jedem Wasser denn aufgewirbelt wird und in den Straßennebenraum und in die Vorflut gerät. Und das sammelt sich im Laufe der Jahrzehnte an und ist eine große Belastung für die Natur, und das müssen wir in den Griff bekommen. Das ist der traurige Panzergraben, ungefähr 500 Meter vor der Einmündung in den Burgsee. Dort werden wir ganz zum Schluss noch einmal hingehen. Und hier haben wir 12-mal im Jahr monatlich eine Probe genommen vom Sediment und vom Wasser und eine Sammelprobe daraus gemacht. Und hier herrscht eine Belastung auch im Grenzbereich der Bodenschutzverordnung der Vorsorgewerte. Wir durften mit Genehmigung des Wasser- und Bodenverbandsvorsitzenden hier einen Barsch fangen, und wir haben in einer unbelasteten Au auch einen Barsch gefangen und haben die untersuchen lassen und konnten keine Vorschädigung feststellen. Allerdings sind bei all unseren Untersuchungen nicht die Reifenabriebstoffe, die Vulkanisierstoffe, die Feinstoffe, das ganze chemische Labor untersucht worden, weil wir uns vom Verein diese Sachen nicht leisten können. Wir haben sie untersuchen lassen bei Agrolab, aber dort ist es zu grob, das Untersuchungsraster. Und hier verläuft sie weiter, und wir gehen jetzt noch einmal und nehmen einen Blick aufs Schloss. Wir sind hier an der Mündung des Panzergrabens in den Burgsee. Und der Burgsee wird vielfältige Probleme haben. Und ein Problem wird auch sein der Reifenabrieb. Wir sehen hier viele Kormorane. Und in meinem vorigen Leben war ich Fischer, und ich muss sagen, ich liebe die Kormorane in der Zahl nicht, wie sie momentan hier vorkommen. Es sind vielfältige Untersuchungen notwendig, auch der Sedimente vor dem Panzergraben, weil es kann gut sein, dass die Wasserfracht viele Sedimente in den Burgsee verbracht hat. Aber man kann dort nicht hingehen,
man würde dort in 50.000 Jahren als Moorleiche wieder auftauchen. Man müsste eine Genehmigung haben, mit dem Boot Proben zu nehmen. Das haben wir nicht. Wir haben da mal nachgefragt. Wir hätten schon Interesse, der Sache auf den Grund zu gehen. Dazu brauchen wir das Wohlwollen von Graf Karnap Bornheim, vom Bürgermeister und der Stadtwerke. Das SIZ wäre dabei.